Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns dieses wunderschöne Schätzelein an und zwar den P. Louise Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender ist richtig krass. Also ich blende euch mal so ein bisschen Aufnahmen ein, weil er steht auf einem Bügelbrett, ganz offensichtlich. Ich kann ihn nicht in eins anheben, weil er besteht halt aus drei Waggons, ne? Ja, es ist ein Mädchentraum. Ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht, um dieses Ding zusammenzubauen und aus seinen ganzen Kartons zu befreien und so. Unglaublich. Der Adventskalender kostet normalerweise 294,95 Euro, wenn man halt dort auf der P. Louise Homepage schaut. Und er ist auch noch verfügbar, wenn ihr wirklich Bock habt, ne? Man zahlt 24,54 Euro Versand. Plus, ich musste eben noch 61,33 Euro an unsere DHL-Botin Sandra abdrücken, weil das sind halt die Zollkosten, die dann auf einen zukommen. Also, das ist schon eine Stange Geld. 380,82 Euro hat er mich insgesamt gekostet, soll aber einen Warenwert von über 600 Euro haben. Das wird natürlich nachgerechnet. Und ich wollte euch diesen Anblick wirklich nicht ersparen und das nicht eben irgendwie einfach nur so auf Erwin versuchen zu stapeln oder so. Deswegen schauen wir mal, was diese Schätzelein dann auch so mit sich bringt. Theoretisch hätte man die Möglichkeit, hier auch Licht anzumachen. Aber ich meine, dass ich keine Batterien drin habe oder dass meine Batterien leider schon leer sind. Und falls ihr eine zweite Meinung sehen möchtet, schaut lieben gerne bei der lieben Nicole vorbei vom Kanal Chiquitas Place. Die kann euch auch nochmal eine zweite Meinung zu dem Adventskalender geben. Es ist ein teurer Spaß, aber ich habe ihn mir gegönnt und jetzt wollen wir reingucken. Und dann kann man das so aufklappen und dann sind da Boxen drin. Leute, hinter der 8 war die 1. Läuft. Okay, also dann schauen wir mal rein. Und hier haben wir auch unsere wundervollen, riesigen Boxen wieder, was ich großartig finde. Hier haben wir die Powder Highlighter Palette. Die habe ich letztes Jahr vermisst und deswegen freue ich mich, dass ich sie hier drin habe. Ich kriege gerade ganz viele Lachsmilies von Nicole. Die hat mir nämlich gerade geholfen. Okay, also, es ist nämlich so, dass ich letztes Jahr den ja auch ausgepackt habe. Ich habe mich nicht dran getraut, die Produkte zu verwenden, aber jetzt werde ich ein Fullface damit schminken. Also, dass ich, also jetzt nicht jetzt, weil offensichtlich bin ich geschminkt, aber ich werde ein Fullface endlich auch damit schminken. Golden Ticket, All Aboard, The P. Louise Express. Da haben wir einmal hier eine riesige Highlighter-Palette drin enthalten. Holla, die Waldfee. Das ist ja mal richtig krass, ne? Also, die sehen unfassbar metallisch aus. Ich bin mir sehr sicher, dass ich nur einen einzigen Ton, und zwar den da, wirklich als Highlighter nutzen kann. Die anderen dann wahrscheinlich als Lidschatten. Aber ich freue mich da mega drüber, dass ich jetzt endlich auch eine Highlighter-Palette habe. Und somit ist halt wirklich auch so meine Hoffnung, dass ich hiermit auch so ein richtiges Full-Face mir machen kann. Ne? Der P. Louise Express startet also damit, dass wir mit einem goldenen Ticket eingeladen werden, in den Zug einzusteigen. Und das macht mir schon mal richtig viel Spaß. Und ja, da sind drin 8x4 Gramm, das ist echt ein Batzen. Ne? Und ich habe es letztes Jahr auch schon gesagt, das ist wahrscheinlich eher ein Adventskalender, den man sich dann vielleicht mit ein paar Leuten teilt oder so. Nicht nur wegen dem Preis, sondern auch, weil hier wahrscheinlich mehrere ähnliche Produkte drin sein könnten. Aber wir machen jetzt erstmal weiter. Box Nummer 2 ist selbstverständlich auch mit dabei. Und solltest auch du übrigens Teil meiner Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Das haben mittlerweile schon über 40.000 gemacht, das ist unglaublich. Und deswegen haue ich auch in letzter Zeit ganz, ganz viele Verlosungen raus. Auch in Nicht-Kooperation-Adventskalender-Unboxings. In diesem Adventskalender-Unboxing könnt ihr 2 selbstgestaltete Nagellack-Adventskalender gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau gerne mal rein. Und hier haben wir ein Setting-Spray drin. Wie geil. Ja, Set Your Destination. Ich glaube, dass alle Produkte auch wirklich exklusiv für den Adventskalender sind. Das heißt, die Preise orientieren sich so ein bisschen am Standardsortiment. Ne? Hier sind 100 ml drin und guck mal, wie wunderschön verspielt das einfach aussieht. Das ist einfach richtig cool und ich hoffe, dass es dann auch entsprechend gut auf dem Gesicht sein wird. Es scheint 2 Phasen zu haben, sowohl eine Ölphase als auch eine Wasserphase. Das heißt, definitiv vorher schütteln, ne? Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Cool. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Die ist jetzt ein bisschen leichter. Und hier haben wir ein paar Wimpern drin. Oh ja, P. Louise hat nämlich, glaube ich, keine Mascara. Das ist sehr schade. Man hat 3 verschiedene Versionen davon. Das Eyelash Trio,
Tunnel Vision, Destination Dreams, Eyes on the Prize, Stay Focused und End Goal sind hier die Bezeichnungen. Sieht natürlich extrem aus, ne? Das ist so ein richtiger Traum-Adventskalender. Auch wenn Lashes jetzt nicht so unbedingt mein Träumchen sind. Man hat hier ganz extreme, normale und sehr leichte Dreiviertelwimpern drin. Hier haben wir die Nummer 4. Und dort drin verbirgt sich Map It Out. Not every path is smooth, but the final destination is beautiful. Weiß ich nicht, was das ist. Schaut so aus. Hier steht drauf irgendwie Lip Pencil. Oh mein Gott, ist das ein ganzes Lip Pencil Set? Ich meine, gut für den Preis, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Farben sind hier drin. Das ist natürlich sehr nice. Und so schauen dann die Geschichten hier drin aus. Und das sind die verschiedenen Farben. Da hast du wirklich alles drin. Von einem klassischen Rot über etwas beeriges, dunkleres, kirschiges, ganz hell nudiges und braunes. Also richtig, richtig geil. Und das sieht natürlich auch enorm hübsch aus, ne? Es sind welche zum Anspitzen, ganz normale, öde schnöde Holzstifte. Finde ich aber cool, dass die da direkt mal das komplette Sortiment reingepackt haben. Und apropos, ich würde es auch richtig hart feiern, wenn Colourpop auch mal so einen Adventskalender machen würde. Da wäre ich auch mal sehr gespannt drauf. Ein Tag vor Nikolaus am 5. Dezember haben wir, glaube ich, auch wieder irgendwie eine Palette oder sowas drin. Es ist auf jeden Fall komplett befüllt. Keep on the track, don't let anything hold you back. Palette for eye and face. Yo, das ist natürlich mega. Guckt euch dieses Design an. Das ist traumhaft, ne? Die Sachen müssen benutzt werden. Ich sag's immer wieder. Ich bin so ein Horst, dass ich die Sachen ein Jahr lang einfach nicht angefasst habe. Ich habe sie immer in meinem Blickfeld gehabt, aber ich habe mich nicht dran getraut. Und jetzt ist echt die Zeit dafür. Okay, du hast hier quasi einen Lidschattenprimer, so einen cremigeren Ton in Schwarz und in Weiß mit dabei. Und Schimmertöne, matte Töne. Das sieht extrem crazy aus. Das sieht wunderschön und gleichzeitig super. Oh mein Gott, man kann es drehen. Oh mein Gott, man kann es drehen. Unnötig viel Platz verbraucht, aber wie geil ist das bitte? Das ist total verspielt und das ist für mich, was ich an Make-up liebe, ne? Und hier hast du halt wirklich theoretisch ja Cream Bronzer mit dabei, du hast Highlighter mit dabei, du hast aber auch Lidschatten mit dabei, du hast einen Liner, also Eyeliner mit dabei. Das ist ja wahnsinnig krass, ne? Aber sowas erwartet man auch in so einem teuren Adventskalender, ne? Aber es ist krass. Es ist wirklich krass. Und das einfach mal am 5. Dezember so drin zu haben, ist schon abgefahren. Abgefahren, Zug, haha. Oh Gott. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, dass da hinten die Sachen gleich umfallen, aber ich will es trotzdem irgendwie hier noch im Hintergrund stehen haben. Der 6. Dezember ist für uns ja Nikolaus, aber ich glaube, in Amerika, wo der Adventskalender herkommt, wird Nikolaus nicht ganz so gefeiert. Dafür haben wir aber 25 Boxen. The Prime of My Life, Prepped for My Next Step, Airbrush Primer mit 50 Gramm. So geil, so, so geil. Oh je, Mini, ist das cool. Das ist halt auch so eine schicke Tube, ne? Ah, ich habe hier einen Primer auch mit drin. Das ist sehr praktisch. Er gibt durchaus Sinn in so einem Adventskalender, dass man halt auch wirklich einen Puder, einen Primer, ein transparentes Augenbrauengel mit drin haben wird. Oder hey, komm, hau alle Augenbrauenfarben raus, die ihr so habt, ne? Schön. Die Nummer 7 ist im letzten Waggon abgeblieben. Das fand ich letztes Jahr auch so abgefahren, ne? Bad Bitch Energy. Ein Cinnamon Roll mit 20 Millilitern von P. Louise Cold Hearted. Made from 20% Cinnamon Roll und 80% Boy Tears. Aha, ich glaube nicht. Cinnamon Swirl, ein Energy Drink? Was ist das? Das ist wahrscheinlich irgendwie Skincare oder sowas, ne? Nur halt super süß verpackt. Ich will es jetzt eigentlich nicht aufreißen. Du musst es ja quasi aufreißen und zerstören. Ah, Soothes and Nourishes Lips, Improves Lip Texture. Das ist was für, das ist ein Lippenöl. Hier steht's auch. Lip Conditioner und Lip Oil haben wir hier drin. Ach, guck an. Das möchte ich aber mal aufmachen. Wo ist eigentlich meine Schere? Ich hatte heute hier mal irgendwann eine Schere, aber sie ist fort. Okay, ich kann sie unten auch öffnen. Oh. Und dann haben wir hier tatsächlich nochmal separat eingepackt Stay Shining Super Hydrating Formula
und Protect Your Pout. Das ist natürlich auch richtig hübsch gemacht, ne? Also ein Lippenöl, klar, kann ich definitiv verwenden, aber ein Lippenprimer ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt mein Vibe. Das heißt, es wird dann sehr wahrscheinlich auch weiter wandern, ne? Das heißt, auch in der Verlosung mal irgendwann sein. Was ist denn jetzt was? Das ist der Lip Conditioner. Okay, ist natürlich hier auch, kannst du dir ganz fancy irgendwo dranhängen. Okay, aber das wird wahrscheinlich eher weniger bei mir bleiben. Was ich hingegen interessant finde, ist ein Lippenöl. Jeder und seine Mutter bringt aktuell nicht nur Adventskalender raus, sondern tatsächlich auch Lippenöle. Das ist echt crazy. Finde ich jetzt aber gar nicht so verkehrt, denn ich mag sowas schön. Oh Gott, das passt, ne? Kann man nicht anders sagen. Das ist echt hier ein Erlebnis, aber genau so muss es ja auch sein, ne? Ah, kurzer Fun Fact. Ich habe hier die Sachen aus dem anderen Adventskalender nämlich neben mir stehen. Letztes Jahr hatten wir das auch drin, aber mit einer anderen Richtung war das Ganze. Ne? Okay, so ein paar Dinge scheinen sich dann doch zu wiederholen. Auch wenn es der Adventskalender schon die ganze Zeit über macht, die Nummer 8 darf jetzt ganz besonders machen, dass es kracht. Hier haben wir was ganz Kleines drin. Glisten to your heart. Das sind Glitter-Liner-Duos mit jeweils 3,5 Gramm Eyeliner-Pailletten. Oh mein Gott. Und das ist auch so ein Gold und so ein Rose Gold scheinbar. Oh Gott. Es fühlt sich, um ehrlich zu sein, jetzt nicht super hochwertig von der Verpackung an. Und ich weiß auch nicht, ob ich sowas dann wirklich im Auge tragen wollen würde. Ne? Das sind halt so Dip-Eyeliner. Aber süß ist es. Wishful Thinking und Magic Moment sind hier die Farben. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Kleineres freuen, denn die versteckt die Nummer 22 hinter sich. Hier haben wir Frozen Fix. Eine Mascara. Wie cool. 10 Gramm. Ach, du ahnst es nicht. Ach, das ist hoffentlich auch eine schwarze Mascara. Mal gucken. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. Dann werden natürlich die Lashes nicht bei mir bleiben. Ne? Macht natürlich Sinn. Oh, geil. Kriege ich hier mit echten Fullface dann noch zusammen? Ich falle vom Glauben ab. Bitte sei eine ganz normale schwarze Mascara. Ich meine, guckt euch die Verpackung an. Das ist einfach beautiful. Das ist wunderschön. Das ist eine schwarze ich freue mich gerade so. Eine schwarze, bananenförmige Gummibürstchen-Mascara, die so fancy aussieht. So ein bisschen wie ein Stachelschwein, ne? Richtig cool. Das ist so edel. Genauso ein Adventskalender habe ich heute gebraucht, ich sag's euch. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Hier sind scheinbar zwei Sachen drin enthalten. Oh yeah. Und zwar habe ich Lip Drip hier zweimal drin enthalten. Cherry Scented und Watermelon Scented. Perfekt, Lipgloss. Jeweils mit 15 Millilitern. Das ist natürlich abgefahren. Groß viel Produkt. Ich meine, du hast jetzt hier in einem Kläppchen einfach mal 30 Milliliter Lipgloss. Das ist das, was ich sagte. Am besten holst du dir das halt wirklich zusammen mit ein paar Leuten so, ne? Der ist schimmernd hier, der Wassermelone Witness. The Wetness steht hier hinten drauf. Breakout Star, keine Ahnung. Ne? Schaut auf jeden Fall so aus. Das ist besonders. Das ist richtig hübsch und ich bin einfach total verzaubert davon. Bei dem Preis muss man es auch sein, aber ich vergleiche das zum Beispiel für mich. Ich habe ja auch den, oder wir haben ja beide auch, sowohl Nicole als auch ich, den Armani Adventskalender ausgepackt, der ja 355 Tacken kosten soll. Ne? Das sieht aber gar nicht nach Kirsche aus. Egal, soll dann wahrscheinlich einfach nur nach Kirsche riechen. Das ist einmal dieser hier. Und da hattest du Mini-Größen drin. Da hattest du, klar, von einer sehr teuren Marke so kleine Sachen drin enthalten. Aber ich glaube, hier freut man sich einfach mehr, wenn man so ein Make-up-Lover ist, ne? Der 11. Dezember, die erste Schnapszahl, enthält, glaube ich, wieder eine schöne große Palette. Ja, wow. Spoiled for the Choice Cream Bronzer. Ja, eine Cream Bronzer Palette. Wie cool. Letztes Jahr hatten wir eine Bronzer Palette als Puder drin und jetzt als Creamy Textures. Richtig cool. Ich kann euch jetzt aktuell leider nicht sagen, ob das nach irgendwas riecht. Da guckt dann gerne mal bei Nicole vorbei. Die kann, glaube ich, aktuell riechen im Gegensatz zu mir. Und ja, so schaut sie aus. Auch hier, ne, sehr wahrscheinlich werde ich viele davon nicht verwenden. Aber wie geil, den Cookie Cup. Ich glaube, das ist so meine Farbe. Ne? Alle anderen eher schwierig, aber auch vielleicht so, wenn man ein Make-up-Artist ist oder so, dann hast du die halt da. Oder keine Ahnung, warum man so viele Farben braucht, aber irgendwie ist es trotzdem cool. Vielleicht als Eyeliner oder so, ne? Sieht so gut aus. Ich freue
nicht so. Übrigens, ganz offensichtlich ist das Ganze auch noch cruelty-free. Der 12. Dezember. Hier haben wir eine, eine Handcreme drin. Toffee Nut, a helping hand. Da sind 50 Gramm drin enthalten und auch hier wieder wunderschöne Verpackung und ein fancy Anhänger mit dabei. Das ist schon hübsch, ne? Ja, for external use only. Mhm. Das macht auf jeden Fall Sinn, dass man das nur außen verwendet und dass man das nicht isst. Wie schön sieht die aus? Ne? Der 13. Dezember ist die Halbzeit, denn der 13. Dezember versteckt den 25. Dezember. Und hier ist was Kleineres drin, und zwar von P. Louise, A Blinding Beam of Shimmer Liquid Highlighter. Holla, die Waldfee. The Cheek of It. Genau, so schaut es aus. Das ist super glitzernd und sparkly und hasse nicht gesehen. Passt aber natürlich zum kompletten Vibe von dem Adventskalender. Da weiß ich nicht, ob der auch so auf dem Gesicht aussehen wird. Das werden wir ausprobieren. Der ist so peachy, also könnte vielleicht ein bisschen zu dunkel für mich sein. Egal. Nein, nicht egal, Claudi. Das ist ein Highlighter, der farbgebunden ist und dementsprechend ist es schwierig, dass die nur einen reingepackt haben. Dann wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, wenn die da wirklich zwei oder drei in das Kläppchen gemacht hätten. Bei dem Preis ist es nicht egal. So, die 14 wird übrigens von der 16 und der 21 versteckt. Hier ist der 14. Dezember. Milk and Cookies. Dreamy and Creamy. Milk and Cookies. Okay, Silky Serum Dripping in Moisture. Okay, hier haben wir Skincare wahrscheinlich drin enthalten. In einer wunderschönen Milchpackung. Okay, man kann natürlich auch Teile daraus dann weiter verschenken, weil das ist alles ja im Prinzip schon direkt eine Geschenkverpackung. Hier haben wir dann einmal die beiden Produkte, die hier drin enthalten sind. Da haben wir einmal einen Milk and Cookies Lip Balm. Oh mein Gott, da ist auch ein Herz drin, ne? Schaut einmal so aus, das ist natürlich auch allerliebst. Verpackung in Herzform, Herzchen auch mit drin. Natürlich stehe ich drauf. Und dann habe ich hier auch noch Milk and Cookies. Das dürfte ja das Serum sein, was da eben, ne? Silky Serum. Ein Lippenserum auch wieder. Ah, schade. Okay. Ja, dann haben wir Lip Conditioner, Lip Serum, Lip Oil, Lip Balm. Das ist ein bisschen viel Lippenpflege, muss ich gestehen. Nee, finde ich jetzt, glaube ich, gar nicht so cool. Der 15. Dezember ist wieder mal so ein Klopper von Produktaufbewahrungsding. Also riesig. Ich kann gar nicht mehr richtig reden, weil ich so baff bin von allem, was ich hier so drin habe. Was ist das? Babe, you've got a perfect track record. Tell me your favorite song off the record. Water-activated paint palette. Wie praktisch. Das ist so eine richtige Liner-Palette. 30 Tracks. Also du hast ja quasi 30 Farben wahrscheinlich drin. Jeden Tag hast du hier echt eine neue Erfahrung. Meistens, es sei denn, du hast halt noch ein neues Lippenpflegeprodukt hier mit am Start, ne? Das ist hübsch. Es nimmt unfassbar viel Platz wahrscheinlich weg. Aber dann sind hier wahrscheinlich ganz, ganz viele Farben drin. Man die als Liner verwenden kann, wenn man so ein bisschen außergewöhnliche Looks machen möchte. Hä? Nee. Teilweise sind das dann Farben, die man als Liner verwenden kann. Und teilweise sind das Farben, die man dann wahrscheinlich ganz normal als Lidschatten verwendet. In der Mitte kannst du das Ganze mischen, wenn du möchtest. Oder ist es alles Liner? Vielleicht. Also es macht den Anschein, ne? Ein riesiger Spiegel ist mit dabei. Oh mein Gott. Ja, okay. Sind überhaupt nicht meine Farben. Ich hätte es jetzt cool gefunden, wenn das irgendwo drin gestanden hätte. A fully loaded disc with 30 shades and a mixing middle to let your musical madness take over. Okay, du kannst die theoretisch alle nass verwenden. Aufregend. Der 16. Dezember. Hier haben wir, glaube ich, auch wieder Skincare drin enthalten. Oder ein loses Puder. Hätte ich jetzt ja auch mal hart gefeiert, ne? P. Louise Skin steht hier auch schon drauf. Genau. Plump Me Pretty. Confidence in Your Skin. Erinnert mich ein bisschen an eine ganz bestimmte Marke. Aber gut. Means Confidence Within. Milk and Cookies Plumping Moisturizer. 50 Gramm sind hier drin. Also hier haben wir eine Feuchtigkeitscreme. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist, weil das wird wahrscheinlich mit sehr, 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 sehr viel Parfümstoffen sein. Yo, das kannst du morgens und abends verwenden. Hier steht jetzt nur, dass das Ganze Feuchtigkeit geben soll. Shea Butter haben wir hier auf jeden Fall mit dabei. Aroma, ne? Das ist halt eben das Ding. Allerhand verschiedene Sorten von Alkohol. Das sind natürlich auch ein paar Fettalkohole mit dabei. Ja, also für mich wäre das jetzt nicht so eine ultimative Pflegecreme. Das ist halt mehr so eine Creme, die, wenn du nicht so, also wenn du eine ganz normale Haut hast, kannst du die verwenden. Für meine trockene, sensible Haut ist das, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Auch der 17. Dezember möchte nicht kleckern, sondern klotzen. Auch so ein riesiges, riesiges Boxending. Oh mein Gott, hier haben wir drei Sachen drin. Yay! Da haben wir Blush Powder drin enthalten, in drei verschiedenen Farben.
das finde ich halt richtig geil, ne? Das ist richtig, richtig cool. Da haben wir Paradise Pop, Flirty Floss und Red Velvet drin enthalten. Und da kann man dann natürlich gucken, welche Farbe so zu einem passt. A Flirty Flush of Color. Ja, ich denke, dass dann für mich auch eher so die hellste Variante, die auch so ein bisschen in das Movige geht, was wäre. Das ist dann Flirty Floss. Das können wir uns ja mal angucken. Das finde ich toll, dass sie da halt drei verschiedene reinmachen, ne? Warum dann nicht bei dem Highlighter? Vielleicht kommt da ja noch mehr. Das ist ein loses Blush, ne? Schaut so aus. 8 Gramm Blush ist jetzt auch echt nicht wenig. Ich versuche das jetzt mal vorsichtig zu öffnen. Ah, guck mal, das ist nämlich mit so einem Puffelding. Und meistens geht dann quasi, ja, das Produkt in den Puffel und dann kannst du mit dem Puffel das auf dein Gesicht machen. Das ist auch eine sehr, sehr coole Applikationsform, aber schwer zum Dosieren, um ehrlich zu sein. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt einen riesigen 18. Dezember. Oha, da ist direkt eine ganze Batterie an Cremes drin. Und zwar, was ist das überhaupt? Ein All-Over-Body-Glow mit 35 Millilitern. Ein All-Over-Body-Glow mit 35... Achso, in unterschiedlichen Farben. Ah, okay, das sind... Body Shimmer. Da haben wir verschiedene Farben, die jetzt nicht so super krass unterschiedlich sind, aber trotzdem, ne? Also so schauen die drei Farben auf jeden Fall aus. Crystal Chill, Arctic Angel und Frosty Fairy Tale. Süß. Ist jetzt nicht unbedingt was für mich, ne? Das ist, nee, brauche ich nicht. Und genau so hätte ich mir das mit den Highlightern gewünscht, ne? So hübsch aufgestellt. Ich habe mir den 19. Dezember so geöffnet und da kommt mir direkt mal so ein, ja, Coffee Cup entgegen. Den kannst du jetzt theoretisch nicht unbedingt für Kaffee verwenden, aber den könnte man weiterverwenden für Wasser, ne? Also für kalte Flüssigkeiten. A sip of magic you can achieve if you just believe. Coffee in one hand, confidence in the other. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Sachen drin. Mal gucken, was das hier ist. Ein Eyebrow Pencil, das, was ich eben gesagt habe, ne? Jeweils mit 0,12 Gramm. Yay! Mal gucken, was hier von meiner Farbe ist. Gingerbread Latte, Espresso, Blond Blend, Mochaccino und Hazelnut Latte sind hier die Farben, die wir hier drin haben. Ne? Das sind schon viele. Also das muss man wirklich sagen, das haben die gut gemacht. Es wäre natürlich jetzt super blöd, wenn man halt exakt keine dieser Farben als Augenbrauenfarbe hat. Ja. Aber ich finde es cool, dass sie das so gelöst haben, auch wenn dann quasi ja wieder, ne, 4 Produkte dann nicht unbedingt ein was für einen sind. Aber da ist halt wieder die Thematik, mach den am besten mit mehreren Leuten auf. Und ja, hier haben wir einmal den Augenbrauenstift mit wirklich super wenig Produkt drin. Aber hey, und das dürfte dann hoffentlich auch meine Farbe sein, kommt dann auf jeden Fall mit in mein Fullface mit hinein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier noch für weitere Produkte hier so finden. Das ist crazy, Leute. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier ist der 20. Dezember und hier haben wir 3 Stück drin. Und zwar sind das, ja, das sind Eyeshadow Bases. Wie geil! 15 Milliliter sind hier jeweils drin. Das ist einmal so ein Vanillaton. Schaut einmal so aus. Der wäre halt eigentlich für mich als immer Eyeshadow Base ganz gut geeignet. Dann haben wir hier auch noch so einen Chocolate Chic Ton, also ein Schokobraun. Damit kann man halt auch wirklich schöne Nude Looks einfach machen, ne? Und dann haben wir hier auch noch einen Espresso Martini Flashes of Color. Genau, Inject Flashes of Color, genau. Ich habe tatsächlich, meine ich noch, die weiße P. Louise Base da. Und jetzt habe ich hier noch 3 weitere. Das ist cool. Der 21. Dezember, der halt auch die 14 versteckt hat. Hier haben wir Scrub Club, ja. Das ist ein Lippenpeeling, das brauche ich so nicht. Oh So Cinnamon. 10 Gramm sind hier drin enthalten, genau. Also ein Lippenpeeling, ja, ne? Also wir haben ja sehr, sehr viel für die Lippen, aber irgendwie noch keinen einzigen Lippenstift, glaube ich. Abgefahren. Vielleicht in der 24 oder 25. Die Nummer 22. Hier haben wir auch wieder eine Palette drin. Theoretisch wird uns bei diesem Adventskalender ja auch eine Blush-Palette fehlen irgendwie, ne? The Rosy Railway. This is where the magic happens. Eine Blush-Palette, ja. Ich sollte Hellseherin werden. Und da haben wir auch 8x5 Gramm drin enthalten. Und da bin ich natürlich jetzt auch auf die Farben sehr gespannt. Oh, von mega dezent über knallig bis hin zu echt dunkel. Also das ist mal intensiv, ne? Dann noch ein großer Spiegel mit dabei. Kannst du dich nicht beschweren. Und ich glaube, ich kann davon viele Farben tragen, ne? Und wenn das halt in so einer Aufmachung ist, dann kann man natürlich auch, hey,
Licht bitte vollkommen auf diese Palette richten. Kann man natürlich auch diese Palette, diese Töne als Lidschatten verwenden. Schon abgefahren. Und die sind alle matt. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier den 23. Dezember. Ja, und diesen Adventskalender, den wird Julius wahrscheinlich auch für sich ergattern dürfen. Ne? Hier haben wir ein Milk and Cookies in Love with Me. Confidence in your skin means confidence within. Das dürfte doch ein, genau, Foaming Facial Cleanser sein. Sehr schön. 120 Milliliter sind hier drin. Und erstmal diese Verpackung. Oh mein Gott. Und dann guckt euch das mal an. Da ist so ein Herzchen. Und da kommt dann, also damit kannst du dann auch entsprechend dein Gesicht wahrscheinlich massieren. Weil das ist halt so aus Gummi. Ah, das ist ja crazy cool. Auch hier wieder allerhand Parfümstoffe sehr wahrscheinlich drin. Aber ich glaube, ich werde es einfach mal ausprobieren. Hier habe ich jetzt Heiligabend, den 24. Dezember. Ich bin gespannt, was jetzt hier drin ist. Das ist ja das vorletzte Büchschen. Es ist auf jeden Fall auch wieder gut gefüllt. Und hier haben wir Precious Cargo Contains Some of My Moist Prized Possessions. Ein Brush Set. Oh, wie cool ist das bitte? Das finde ich richtig nice. Und das ist so in Kofferform. Oh Gott, das sind so viele Pinsel. Das finde ich so schön. Hier habe ich zum Beispiel einen Foundation Brush, der sich wirklich super weich anfühlt. Also den kann man, glaube ich, jetzt auch mit am besten so zeigen und sehen. Ne? Sollte man natürlich vorher waschen, damit dann auch die Pinselhärchen ordentlich in Form kommen. Richtig geil. Ja, das ist halt so ein komplettes Pinselset. Ne? Wie viel haben wir denn hier drin? Das ist einfach Hammer. Keine Ahnung, 20? Also 1. Okay, übertreibt man nicht, Claudia. Es sind 10, aber immerhin. Also muss man wirklich sagen. Und so sieht dann der bunte Blumenstrauß aus. Wir haben hier wirklich alles an Face- und Eye-Pinseln, was man sich so vorstellen kann. Richtig cool. Die haben sicherlich auch ihre eigene Besonderheit, weil die auch unterschiedliche, ja, Farben von diesen Pinselgeschichten haben. Ich bin schon ein bisschen beeindruckt, muss ich gestehen. Ne? Also ich fand den jetzt auch bislang besser als vom letzten Jahr. Und ich bin mir jetzt sehr, sehr sicher, dass wir am 25. Dezember auch ganz viele Lippenstifte drin finden werden. Denn da haben wir doch die ganze Zeit drauf hingearbeitet, oder? Wir hatten die Lip Liner, wir hatten die ganzen Lippenpflegeprodukte. Ja, das denke ich doch mal. Oh mein Gott, ist das schön. I still believe. Palette for eye and face. Nee, Tatsache. Das ist natürlich crazy, ne? Du hast hier keine Pinsel, reden, keine, Lippenstifte drin. Traveling to the destination of your dreams, das ist so schwer. 54 x 1,4 Gramm sind hier drin, also das ist wirklich auch von der Verpackung her sehr schwer, von allem, was hier so bei ist. Oh mein Gott, das ist so ein richtiges Buch. Oh mein Gott, ist das schön. Oh, hier haben wir dieses Schloss drauf. Das ist einfach ein kleiner Mädchentraum. Oder ein Make-up-Traum. Okay, ja, wir haben hier erstmal so ganz neutrale Töne drin enthalten. Kann man umblättern. Hat dann hier etwas wärmere Töne drin. Etwas vor allem. Richtig geil sehen die aus, Leute, Entschuldigung. Und dann haben wir hier noch so richtig beerig und pink. Ne? Das ist sehr heftig. Sehr, sehr heftig. Sehr, sehr heftig. Wirklich. Also ich weiß gar nicht, was ich, also, puh, das ist abgefahren. You have everything you need if you just believe. Ja, du hast alles, was du brauchst, wenn du nur dran glaubst, ne? Leute, ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Adventskalender sagen soll. Der ist auch dieses Jahr wieder ein wahrer Make-up-Traum. Was ich vermisse, sind tatsächlich Puder, Lippenstifte, Augenbrauenfixierungsprodukte. Das hätte ich eigentlich irgendwie so als logisch empfunden. Aber trotzdem, was ist das für ein großartiger Inhalt? Klar, für den Preis muss das auch so sein. Und wenn man sich mit mehreren zusammengetan hat, wo auch verschiedene Hauttypen und Haartypen und so weiter mit bei sind, dann macht der Adventskalender auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, für eine Einzelperson ist das ein bisschen viel, oder? Aber ich finde es geil. Ich finde das überwältigend und ich merke einfach, dass ich das halt auch so überwältigend finde, weil ich den vom letzten Jahr nicht angepackt habe, weil ich mich nicht getraut habe. Aber Leute, wir machen jetzt einen Deal, ne? Ich werde ein Fullface dazu schminken und ja, nagelt mich drauf fest. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, dieser Zug wird sicherlich von Julius dann in Beschlag genommen und ich freue mich schon, wenn er damit durch die Gegend tuckert, aber das wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, weil der ist, ich glaube, für einen Zweijährigen noch ein bisschen zu zerbrechlich, aber richtig. Ich finde diesen Adventskalender hammermäßig. Ich finde ihn übertrieben. Ich finde ihn mega unnötig. Aber ich feiere ihn. Das ist mein Fazit. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.